Unter 10% KFA und das heißt eigentlich immer, das Push-Training wird richtig asozial. Die Schwerkraft fühlt sich heute 10-mal schwerer an. Da gibt's auch keine magische Formel. Kopf aus, nicht drüber nachdenken, einfach machen, wie eine Maschine. Push 93,7, so hartnäckig war das Gewicht noch nie. Ich bin jetzt übrigens in der vierten Woche meines neuen Diätzyklus und wie man sehen kann, brauche ich bis Montag 91,9 Kilo und das ist schon ein Unterschied, ne? Ich hatte jetzt in den letzten Tagen, also vor 4-5 Tagen, echt dreimal hintereinander 92,8 und seitdem es ein bisschen wärmer geworden ist, ist mein Gewicht einfach viel schwerer als sonst. Ziemlich wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Körper aktuell dagegen ankämpft, zu viel Salz zu verlieren, denn ein gewisses Salzlevel ist im Körper absolut lebensnotwendig. Und wer viel schwitzt, ne, durch die heißen Temperaturen, der wird natürlich auch viel Salz verlieren. Und da hat er so ein paar Tools, wie zum Beispiel die Ausschüttung eines Hormones namens Aldosteron. Und dieses Hormon sorgt eben dafür, dass du natürlich mehr Salz rückgewinnst, ne, darum wird es ausgeschüttet, aber sorgt gleichzeitig auch dafür, dass du leider Wasser ziehst. Und das macht einen natürlich ein bisschen schwerer. Leni macht jetzt ihr Legendary Banoffee Frappé. Für mich am Morgen richtig nice. Richtig nice, aber ohne Banane. Danke. Weil du bist ja auf Diät. Danke. Sonst immer mit Banane, Leute. Schmeckt sehr nice. Ihr braucht einfach nur Eis. Das kommt einmal hier rein. Dann natürlich ist ja ein Coffee, ne? Deswegen zwei Espresso. Damit du auch Leistung erbringen kannst. Sonst wird das heute nichts mehr. Ja, brauche ich, glaube ich, vier. Dann haben wir hier diese Alpro. Barista, genau. Kokosnuss, die hat echt gute Werte. 100 Milliliter haben gerade mal 33 Kalorien, also das kann man schon mal machen. Kann man gerade so. Geht schon, oder? So, ja. 150 Milliliter, zack, da kommt jetzt eigentlich noch die Banane rein. Fertig gemacht, also einmal durchshaken und danach kommt unser Evoway Bananenmilchshake rein. Das ist eine sehr nice Kombi. Deckel auf, ne? Wir haben ja hier den Scooper, da passen genau 10 Gramm rein. Zack, zack, zack. Da muss man sogar für den Wettkampfathleten nicht mehr abwiegen. Weil es genau 10 Gramm sind. Ja, eigentlich schon. Deswegen kann ich nicht abnehmen. Leni gönnt immer einen Löffel extra. Ich bin schuld. Und jetzt nochmal einmal durch und dann ist es schon fertig. Und schon ist er fertig. Und wie gesagt, mit Banane ist es doppelt so lecker. Also wenn ihr nicht auf Diät seid, dann gönnt euch den auf jeden Fall mit Banane. Sogar im schönen Glas. Ja, und eigentlich gibt es jetzt hier noch einen Deckel und dann kommt noch ein Strohhalm rein. Ja, das will ich jetzt auch. Ich will die volle Experience hier. Okay, und rein damit. Wunderschöne Gläser sind von Amazon. Holen wir das Ganze mal aus hier. Aus dem schönen Glas mit Strohhalm und Deckel. Schmeckt echt mega nice. Lecker, ne? Und jetzt muss hier noch eine Banane drin. Schmeckt vorstellen. Auch so voll nach Banane. Ja, ja, ist ja auch Bananenway drin. Ja, aber sag ja nur. Bei den Temperaturen gibt es nur eine Stufe und zwar volle Stufe. Heute übrigens 35 Grad schmeckt. Bei so einem Wetter kann man quasi gar nicht genug trinken. Aber Achtung, wenn du sehr viel trinkst und sehr viel schwitzt, wirst du logischerweise auch verdammt viele Elektrolyte verlieren. Und dementsprechend solltest du wie immer eigentlich auf eine ausreichende Elektrolytzufuhr achten. Und genau deswegen haben wir hier auch im Craft natürlich schon vorgesorgt und eine Elektrolytmatrix reingepackt, sodass du vor jedem Training immer bestmöglich versorgt bist. Also, wenn sich schon der erste Warm-up-Satz mit 60 Kilo schwer anfühlt, dann weißt du, dass der Tag heute richtig gut wird. Nicht. Gleich sind die 140 Kilo dran, Leni, ne? Also, zur Not musst du mich beim Filmen auch noch spotten. Wow, wie soll ich das denn hinbekommen? Oder ich sterbe halt einfach gleich. Die zwei Optionen. So langsam kommen wir unter 10% KFA und das heißt eigentlich immer, das Push-Training wird richtig asozial, denn die Push-Übungen, die killt es in der Regel in der Diät zuerst, ne? Aber trotzdem Progression anstreben, denn genau so hält man die Kraft bei, beziehungsweise so fällt halt eben der Kraftverlust am geringsten aus. No need for the snoozing, big whip outside, I'm cruising, big stick inside, no losing, better watch out for the slick and Judas's. Don't ask them who this is, I bet they know what I'm moving in, I bet I show it into a dim, how you hating then lose again.
Und wie fühlt sich das Training heute so an? Richtig gut, als hätte jemand die Schwerkraft heute von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat irgendwie auf, keine Ahnung, 80 hochgestackt. Also die Schwerkraft fühlt sich heute 10-mal schwerer an. Klingt komisch, ist aber so. Aber ihr wisst es hoffentlich, Performance ungleich Feelings und dementsprechend, nur weil man sich irgendwie schwach fühlt, heißt es noch lange nicht, dass man auch schwach ist. Ihr seid schwach, wenn ihr schwach seid. Also wenn ihr Performance bringen könnt, dann gebt Vollgas. Es gibt keinen Grund, sich in der Diät großartig zurückzuhalten, ne? Nur wenn man sich so ein bisschen schwächer fühlt. Wenn man dann merkt, okay, ich performe tatsächlich deutlich schlechter, ne? Dann kann man hingehen und ja, das Volumen zum Beispiel so ein bisschen reduzieren für diese eine Einheit, um mehr Regenerationsraum zu schaffen. Aber ansonsten Vollgas, Leute. Also es fühlt sich schwer an, aber die Leistung ist gut. Ja, es fühlt sich schwer an und die Leistung könnte besser sein, klar, aber die ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie ich mich fühle, sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Ja, eigentlich ist es Meckern auf hohem Niveau. Ich habe jetzt vielleicht eine Wiederholung weniger geschafft als meine persönliche Bestleistung. So. Also, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber trotzdem, diese eine Wiederholung, die wurmt mich heute, ne? Mhm. Ganz ehrlich. Hast du denn Tipps für Leute, die sich schwer motivieren können? Ich habe sogar zwei Tipps parat. Ja, hau raus. Und dann sind alle Motivationsprobleme gelöst. Und zwar Tipp Nummer 1, mach dir einfach bewusst, dass kein Mensch auf dieser gesamten Welt immer zu 100% motiviert ist. Das ist eine absolute Illusion. Ja, ich natürlich auch nicht, ne? Und Tipp Nummer 2, mach dir auch bewusst, dass du gar keine Motivation brauchst, um alles zu geben. Ich meine, kannst du essen, wenn du nicht hungrig bist? Ja, kannst du. Ich meine, es wäre cooler, wenn du hungrig wärst, aber du kannst auf jeden Fall essen, wenn du nicht hungrig bist. Mhm. Schön wär's, aber es ist nicht notwendig. Und dementsprechend kannst du natürlich auch 100% geben, wenn du mal nicht motiviert bist. Mhm. Und das ist gerade das Entscheidende. Also nicht Vollgas zu geben, wenn man motiviert ist, sondern Vollgas zu geben, wenn man eben nicht motiviert ist. Mhm. Das trennt die Spreu vom Weizen. Also einfach machen. Einfach machen, Freunde. Einfach Vollgas geben, Kopf aus, nicht drüber nachdenken. Einfach machen, wie eine Maschine. Mhm. Wenn du dran denkst, es zu tun oder es nicht zu tun, hast du schon verloren. Mhm. Einfach nicht dran denken, Oha, einfach machen. Motivationscoach. Ja, spontan so am Ende des Trainings ohne Carbs mit so 600 Kalorien drin. Jetzt nochmal gute Motivationsansprache Danke angehalten. Danke dir. Ey Leute, ich bin kein Motivationscoach, aber so mache ich es halt. Ne? Ich mache es einfach. Mhm. Da gibt es auch keine magische Formel oder irgendwas, was ich Spezielles mache. So, ich tue es einfach. Leni, was machen die da eigentlich? Die drehen da schon seit einer Stunde einen Blockbuster. Locker seit einer Stunde, ey. Ciao, Leute. Ja, Freunde, ihr seht's, aktuell ist wirklich verdammt viel Widerstand am Start und damit meine ich nicht nur im Training, also dass die Trainingseinheiten verdammt schwer sind und dass es mir brutal schwer fällt, meine Leistung aufrechthalten zu können. Ich meine, es ist ja ganz normal, ich habe so viel Gewicht schon verloren und irgendwann kommt der Punkt, da musst du um jede einzelne Wiederholung kämpfen und so langsam komme ich eben an diesen Punkt und dementsprechend ist es verdammt schwer. Aber es ist ja nicht nur das Training, sondern auch die Waage ist verdammt widerspenstig und zeigt nicht nach unten, im Gegenteil, die zeigt aktuell sogar nach oben und das kann den einen oder anderen natürlich demotivieren oder sogar brechen und am Ende ja zum Aufgeben zwingen irgendwo, ja, bringen. Aber dagegen hilft wirklich nur durchziehen, Kopf ausmachen und an den Plan halten, geduldig sein. Was anderes hilft dann nicht. Das ist meine sechste Wettkampfdiät in 9 Jahren und selbst mich, muss ich sagen, nervt es, wenn man eigentlich weiß, man geht seine Steps, man ist im Defizit, aber die Waage zeigt nicht einen tieferen Wert an und in dem Fall sogar einen höheren Wert. Aber wie gesagt, einfach durchziehen und im Endeffekt auf positive Dinge konzentrieren. Also meine Form wird eigentlich von Tag zu Tag besser, meine Streifen werden tiefer und tiefer und dementsprechend bin ich auf dem richtigen Weg, auch wenn die Waage vielleicht momentan so ein bisschen rumzickt. Ne? Einfach durchziehen, Leute, wenn ihr in so einer ähnlichen Situation aktuell seid, diätet und durch das Wetter vielleicht aktuell mit Wassereinlagerungen oder was auch immer zu kämpfen habt, dann zieht einfach durch. Dann werdet ihr auch schon in den nächsten 2, 3, 4, 5 Tagen merken, dass das Ganze nur im Endeffekt eine Wasserschwankung war. Langfristig werdet ihr selbstverständlich abnehmen. In diesem Sinne, viel Erfolg, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.